Ey, komm, wir müssen los, ey. Der Platzwart kommt, ey. Ich bin Mario Vrančić, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, um genauer zu sein, aus Bosnien und Herzegowina. Mein Name ist Fosan, ich komme aus dem Irak. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin aktuell Mittelfeldspieler bei den Lilien aus Darmstadt. Ich spiele bei SC Germania in Elfstadt. Ich spiele Verteidiger. Und bin aktuell auch bosnischer Nationalspieler. Bosnien ist meine Heimat und Deutschland ist mein Zuhause. Aber du kannst gut Deutsch, ja? Deutsch ist schwer zu lernen. Ja, Deutsch ein bisschen schwer. Ich lerne Deutsch. Habe ich Deutschkurs 4 Tage in der Woche. 4 Mal? 4 Tage in der Woche. Grammatik ist eher schwer. Für mich war auch schwer. Am Anfang, danach immer besser. Mario, du bist schon 22 Jahre in Deutschland gekommen. Weißt du Bescheid über Asyl? Also ich bin jetzt nicht der Experte über das Thema Asyl, aber das Asylrecht ist im deutschen Grundgesetz verankert, dass jeder, der persönlich verfolgt wird, das Recht hat auf Asyl. Trifft das auf dich zu? Ja, ich bin Araki. Ich habe 2014 Araki. Ich bin ein Roger. 600.000 ازدی کل جی مزنی هری ازدیه جی مزنی هری ازدیه هر نه آواره کردن زاروک جنی کات نگرتن عالم کرافیا زنی وقی یعنی گله نخواش بکو وقتی من دیتی باور ند کرد هاتیا دماس آخ ازول بیاترک. Ja, nach dem Zerfall Jugoslawiens herrschte Krieg bei uns in Bosnien-Herzegowina. Ja. Meine Eltern haben das Gott sei Dank früh erkannt. So war es, wie gesagt, dass wir 1994 nach Deutschland gekommen sind. Also ich und meine Mutter und mein Bruder. Dein Vater ist schon nach Deutschland weg? Ja, genau. Er ist vor uns nach Deutschland gegangen. Du hast Asyl beantragt, weil du persönlich verfolgt wirst. Und wir haben den Flüchtlingsstatus erreicht, weil in unserem Land damals Krieg herrschte. Ja, jetzt habe ich verstanden. Spielen wir gleich ein bisschen Fußball? Ja.